gelaunte Besucher traf man im Brückenkopfpark in Juli, denn hier wurde kräftig gefeiert. Und auch die Kleidung wird hier bei den Mädels und Buben großen Wert gelegt. In Deutschland gibt es viele Oktoberfeste. Wir haben berichtet aus Dortmund, wo unsere Heimat ist. Jetzt haben wir einen Ausflug gemacht und befinden uns im Brückenkopfpark in Jülich. Zum dritten Mal gibt es hier das Oktoberfest. Und eröffnet wurde das durch Hans-Josef Bülles, Veranstaltungsleiter Brückenkopfpark, Tom Viert, Norbert Junge GmbH, Andreas Hillemacher, Junge Märkte, Nils Linke, Marc Komm und Alexander Oschowska-Beckmann von der Dortmunder Kronenbrau. Wir fangen an, Achtung! 5, 4, 3, 2, 1 und... Und Hans-Josef Bülles, Veranstaltungsleiter Brückenkopfpark, eröffnete das Oktoberfest in Jülich mit nur einem Schlag. Das heißt, heute wird ordentlich gefeiert mit dem Top-Act Mia Julia. Und bevor die Partykönigin aus Mallorca die Bühne betrat, sorgte die Partyband Eus Easy für die richtige Stimmung im Festzelt. Und auch hier stehen die Zuschauer auf den Bänken und erleben hier einen wunderschönen Abend. Highlight des Abends, wie ich vorhin schon sagte, wird Mia Julia sein, die Partysängerin vom Ballermann. Sie wird sicherlich es auch verstehen, hier in Jülich im Brückenkopfpark für die richtige Partystimmung gleich zu sorgen. Hans-Josef Bülles ist Veranstaltungsleiter im Brückenkopfpark. Wir sprachen mit ihm und wollten wissen, wie wichtig das Oktoberfest für ihn ist. Ja, es ist ein fester Bestandteil geworden. Wir haben ja im Rheinland so ein Gesetz, dreimal, dann ist es Tradition. Also haben wir jetzt den Traditionsstatus erreicht. Freue mich jetzt schon auf das vierte mit den angesagten Künstlern. Freue mich natürlich auf Rheinländer, auf Brings, ist ja logisch. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Bereicherung zu dem großen Portfolio, den wir als Parkgesellschaft haben, um jedem etwas zu bieten, wo er Lust und Laune hat. Ja, ich glaube, deutscher Schlager ist auch in Jülich populär, sonst würden die Leute nicht kommen. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das notwendig ist bei einer solch super Kapelle, die man hier natürlich auch hat. Aber ich finde es immer ein sehr schöner Tupfer, der dabei gehört und ich glaube, die Leute nehmen es gerne an. Also ich schreibe gerade den Veranstaltungskalender 2020, den ich meinem Aufsichtsrat vorlegen muss. Wir sind ja eine gemeinnützige GmbH als Park GmbH. Und da steht das Oktoberfest ganz klar schon drin und wir freuen uns drauf. Wir trinken zusammen und keiner ist allein. Kommt an die Krüge zum Himmel. Projektleiter des Jülicher Oktoberfest ist Andreas Hillemacher. Und wir wollten von ihm wissen, was es für einen Unterschied gibt auf Oktoberfesten, zum Beispiel im Ruhrgebiet oder im Rheinland. Also ich glaube, da kann man nicht viel Unterschied finden. Denn die Leute, die zum Oktoberfest kommen, die feiern, die wollen Spaß haben, die haben gute Laune und es gibt wenig Ärger. Und ich glaube, egal ob im Rheinland, ob in Dortmund oder wenn wir runterfahren nach Bayern, überall gibt es Leute, die Spaß an solchen Veranstaltungen haben. Und das freut uns und das macht uns glücklich. Und genau solche Leute haben wir gerne auf der Veranstaltung. Das ist ein reines Partyprogramm, also Eus Easy. Wir sind froh, dass wir sie gefunden haben. Macht eine Wahnsinnsstimmung. Ich glaube, es dauert keine 6 Minuten und dann stehen die Jungs alle und die Mädels natürlich auch alle auf den Bänken und feiern. Und das kommt hier richtig gut an. Münchner Geschichten sind genauso gut. Also ich glaube, da tut sich nichts, ob Münchner Geschichten oder Eus Easy. Sind eine Klasse, beide mega geil. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Dortmund bin, genauso wie wenn ich hier in Jülich bin. Also da wir ja die kleine Schwester sind von Dortmund, haben wir hier 2250 Leute Kapazität.
Das Zelt ist 30 Meter breit und 60 Meter lang. Strom und alles haben wir natürlich über mobile Anlagen, sei es Stromgeneratoren. Also es ist ein Wahnsinnsaufwand, der hier betrieben werden muss, um das auf eine sogenannte grüne Wiese zu stellen und dann die Leute hierher zu holen. Natürlich tragen die alle das richtige Outfit. Die sind genauso jeck wie die Leute in Dortmund. Wie gefällt es dir hier? Super. Ich bin jetzt das erste Mal heute Abend hier. Ich lebe im Ausland und heute genieße ich das erste Mal in Jülich das Oktoberfest, seit Jahren. Gleich kommt ja noch ein Highlight, Mia Julia. Freust du dich da auch drauf? Ja, sehr. Ich kann nur noch Stimmung bringen. Okay, dann genieße den Abend. Danke. Darf ich dir auch mal fragen, wie es Ihnen gefällt hier? Was? Wie es Ihnen hier gefällt? Wir fahren jedes Jahr nach Malle. Und? Geil! Ist das hier genauso wie auf Malle? Ja, genau, jetzt ja! Geil! Also, wenn Mallorca-Hits hier gespielt werden, dann ist Mia Julia nicht weit entfernt. Sie wird hier gleich ihren Auftritt haben auf dem Oktoberfest hier in Jülich. Das beste Oktoberfest, was es hier im Umkreis gibt. Mit Abstand das Beste. Reiß die Hütte ab! 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 Ganz, ganz schnell! Wunderbar! Super Stimmung, tolle Leute, super Musik, 1A. Wie schmeckt das Bier denn? Das kommt aus Dortmund. Ja, es ist zwar nicht wie auf der Wiesn selber, aber es läuft. Micky Krause ist ja erst am zweiten Tag hier auf dem Jülicher Oktoberfest zu Gast. Aber am heutigen Abend werden schon die Hits natürlich gespielt von Micky Krause. Und auch hier in Jülich. Geil! Und in Jülich sind die Besucher auch sehr textsicher. Was hältst du denn von Micky? Es ist einfach nur der Hammer hier! Sag mal! Komm nach Jülich! Costa, Alarm! Wir sind ja. Der passt ja nicht ganz, aber. Unsoft ist! Sag mir mal, wie findest du das Oktoberfest hier in Jülich? Eine gute Veranstaltung? Es ist zwar etwas teuer, ne? Es könnte günstiger werden, aber es ist das beste Oktoberfest, was ich bis jetzt gewesen habe. Ich war in München, ich war in Neuss, ich war in Paris, ich war in London, aber in Jülich, das beste Oktoberfest, was es jemals gegeben hat. Du hast Geschmack. Richtig. Als ich dich gesehen habe, habe ich gesagt, den musst du ansprechen, den gut ausgesehenen Menschen. Ja, danke schön. Kannst du nochmal wiederholen? Du hast Geschmack. Ja. Ja, super, wir sind schon zum dritten Mal hier. Dritte Mal? Jedes Jahr immer wieder. Ja, super. Was ist das Besondere hier? Die Stimmung, die Musik, alles, die Leute. Aber wir sind normalerweise Samstags, wir sind jetzt das erste Mal Freitags. Da sind doch mehr jüngere Leute hier. Aha. Wir sind ja das ältere Semester. Aha. Und was halten Sie von Mia Julia oder was hältst du von Mia Julia? Ich kenne sie nicht, wir müssen mal abwarten. Aber Micky Krause kennt sie. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Dann genießt den Abend. Hol das Lasso raus. Ein Hit von Olaf Henning, den wir ja in Dortmund live erleben konnten. Ein toller Typ. Seine Hits werden natürlich hier auch gespielt. Und hier in Jülich sind die Zuschauer alle sehr textiger. Das muss man sagen. Also ich habe das Dortmunder Oktoberfest 5 Tage erlebt. Und jetzt bin ich ja 2 Tage mit meinem Team hier in Jülich. Und ich muss wirklich sagen, eine sensationelle Stimmung ist hier. Oh, Wahnsinn! Die Stimmung ist Wahnsinn! Wir sind hier in Jülich! Da meine ich ja wohl auch. Jülich ist der Wahnsinn. Und freust du dich gleich auf Mia Julia? Wahnsinn! Und Micky Krause? Wahnsinn! Wahnsinn! Alles Wahnsinn in Jülich! Und wie findest du mich? Gut! Okay! Oh, Easy versteht es natürlich auch, die Musik so rüberzubringen, da
dass sie sich auch entsprechend verkleiden auf der Bühne. Peter Wackelsitz werden gerade hier gespielt, scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Und auf der Bühne hat man den Eindruck, dass der König von Mallorca hier ist. Jürgen Drees war auch schon mal hier auf dem Jülicher Oktoberfest. Und wir haben natürlich hier auch Besucher, die zum dritten Mal hier sind, aber auch viele neue. Und es wird hier sehr, sehr gut angenommen, diese Veranstaltung. Und ich kann es noch einmal wiederholen, die Band hat ein hervorragendes Musikprogramm und natürlich auch Oldies, die jeder kennen muss, der zu Partys geht. Sweet Caroline, ein Hit, den jeder mitsingen kann. Die Besucher hatten viel Spaß und dann war es soweit. Die Mallorca Queen Mia Julia betrat die Bühne. Tage noch, dann ist das Closing, dann ist alles vorbei. Dann habe ich unter der Woche eigentlich relativ Ruhe und am Wochenende habe ich meinen ganz normalen Auftritt in Diskotheken und weiß ja gar nicht, was da alles kommt. Unter der Woche werde ich mich im Tonstudio einsperren, weil ich mein neues Album produziere. Also Schlager mache ich da eigentlich eh nicht. Es ist Partymusik, also, aber es ist trotzdem ein gemischtes Album. Also jeder, der mich kennt und meine alten Alben hat, weiß, da ist eine Ballade dabei, da ist ganz viel Feiermucke drauf, aber auch mal ein bisschen was. Also je nachdem, also es ist komplett durchgemischt, aber hauptsächlich die meisten Lieder sind zum wirklich Vollgas geben. Ich war geile Stimmung, richtig gut. Also auch der Sound war mega geil. Also wir konnten auch richtig laut machen und die Leute sind richtig gut abgegangen. Über 2000 Besucher waren am ersten Tag begeistert und freuen sich nun auf Tag 2 des Jülicher Oktoberfest im Brückenkopfpark. Nach dem erfolgreichen ersten Tag auf den Jülicher Oktoberfest freute man sich nun auf Tag 2. Alles war vorbereitet und die Besucher erwarteten dann die große Sause mit Mickey Krause. Die Bierkrüge konnten nun gefüllt werden. 100 Mitarbeiter unter anderem das Sport-Live-Team waren bereit. Und mit dem Steigerlied begrüßten nun Kiske, Eddie und Nicole Kruse die Besucher im Festzelt. Ist easy, braucht da eigentlich nur eine Frage stellen und die richtige Antwort kam direkt. Sehr, sehr schön. Alle singen live. Na, 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 na. Life is life. Na, 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 na. What a life, Papa, life. Na, na. Telefon und das 32, 16.
Für die richtige Stimmung, da ist natürlich hier die Partyband Ois Easy angesagt. Sie spielt einen bunten Mix aus allen Bereichen des Pop, Schlagers und Rock. Die Stimmung war schon nach 30 Minuten bestens und die Mädels haben sicherlich Spaß. Wie gefällt es dir denn hier? Gut! Und wie gefällt es dir hier? Super! Wie immer, total die super Stimmung Samstag. Micky Krause muss jetzt nicht sein, weil die Band, die holt alles raus. Was ist das Besondere für dich am Oktoberfest? Die Stimmung hier in Jülich, die ist einfach geil. Ich brauche nicht nach München, ich muss einfach nur nach Jülich. Bist du das erste Mal hier oder schon öfter? Nein, das zweite Mal. Weil mir das erste Mal auch schon so gut gefallen hat, da muss ich beim zweiten Mal auch noch mal schauen, ob es genauso geil ist und es übertrifft alles. Also Leute, kommt nach Jülich zum Oktoberfest. Bist du alleine hier oder mit einer Gruppe, mit Freunden? Weiter bei unserem Rundgang hier über das Jülicher Oktoberfest und Sie wundern sich wahrscheinlich oder ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich mal so viel voller Begeisterung hier rüberbringe, aber ich kann nichts anderes rüberbringen. Die Besucher, die Mädels, die Buben sind einfach happy und die sind auch sehr textsicher. Weil auch am heutigen Abend, genau wie bei vielen Veranstaltungen, natürlich Hits gespielt werden, die jeder kennt. Ob jung geblieben oder auch ob man mal ein bisschen reifer ist. Man kennt diese Lieder, die werden natürlich überall präsentiert. Und natürlich, was gehört dazu? Ein Prosit der Gemütlichkeit. Und das genießen die Besucher hier in Jülich auf dem Oktoberfest. Sehr gut, wir sind das erste Mal hier und wir finden es bis jetzt richtig klasse. Wo kommt ihr her? Aus Aachen. Wir kommen aus Aachen, aber die Stimmung hier ist mega gut. Und vor Jahren waren wir mal in München Oktoberfest, aber das hält ja auf jeden Fall locker mit. Sehr, sehr schön. Wie findet ihr die Musikauswahl und die Planung des Abends? Eine gute Musikauswahl, die machen gut Stimmung, die Jungs. Die Atmosphäre stimmt, die Getränke stimmen, macht Spaß. Ist ja noch früh am Abend, es dauert ja noch 2-3 Stunden, bis es richtig abgeht. Gleich kommt Micky Krause. Was erwartet ihr? Findet ihr das gut, dass gleich auch noch so ein richtiger Star hier in Jülich auftritt? Micky ist ja sowieso bekannt vom Ballermann und so. Und ich denke, er wird hier gleich das Zelt richtig zum Kochen bringen. Dass das Oktoberfest in Jülich sehr erfolgreich ist, hat man sicherlich auch der Band mit zu verdanken. Eu Isis. Ja, wir machen uns relativ viel Gedanken schon Anfang des Jahres, wenn wir die Tour planen. Und wir sind mittlerweile ja, sehr erfahren, was die Oktoberfeste betrifft. Und wir hören immer ganz genau hin, wo das Publikum wirklich abfeiert. Und da hauen wir einen Hit nach dem anderen raus. Ja, für uns ist ganz besonders das Publikum hier in Jülich. Wahnsinn Stimmung, also ab dem ersten Song, erste Minute. Und das ist wie Heimspiel, wie du sagst. Wunderbar. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. Also die Mädels sind besonders gut gekleidet, muss ich sagen. Sehr geschmackvoll, was das Dirndl betrifft. Also relativ original getroffen, wie in München, aber hier Wahnsinn. Ja, mittlerweile haben wir schon mehreren TV-Sendungen teilgenommen, unter anderem die Sendung Deutschland, beste Partyband. Und dass wir dort ins Finale gekommen sind, da waren wir mega stolz. Und natürlich auch bei Stefan Ross in der ARD, bei Immer wieder Sonntags, waren wir mit unserem WM mit vertreten. Ne? Ja, wir sind, wie gesagt, sehr viel. Auch Open Air sind wir unterwegs, zum Beispiel in Lindau, auf einem wunderbaren Schlossfest. Also wir lieben Open Airs,
aber natürlich Heimspiel und die beste Waffe fürs Publikum ist das Oktoberfest. Ich bin solo. Und dann war es soweit. Micky Krause machte Station auf dem Oktoberfest in Jülich. Er kam gerade von einer großen Show aus Gelsenkirchen. Ja, bei einigen glaub ich's. Ich bin solo. Ich bin solo. Ich bin solo. Scheißegal. Ja, man kann natürlich ein Stadion jetzt nicht mit einem Festzelt vergleichen, was aber nicht heißt, dass die Stimmung in einem Stadion besser ist, weil da steht man vor 50.000 Leuten und muss 50.000 Menschen erreichen. Hier hat man 2.500, 3.000, das ist oft ein bisschen einfacher. Aber für mich waren beide Auftritte heute ein großer Genuss. Und jetzt geht's nochmal weiter ins Sauerland, da wartet der dritte Auftritt auf mich. Der Abend neigte sich, doch dann, da sah ich dich. So ein Gefühl mit gar nicht zu vergleichen. Wusste nicht, wen du küsst, ob du alleine bist. Ich fragte mich, wie kann ich dich... Also ich stelle auf jeden Fall mein Programm um, weil jetzt ist hier Oktoberfest. Jetzt habe ich hier Oktoberfestprogramm. Da spiele ich halt eben so Stücke wie Für die Ewigkeit, Oh, wie ist das schön. Das habe ich eben zum Beispiel im Stadion nicht gespielt. Da spielt man halt eben Bisse Braun, Christe Frauen, Jan Pillemann Otze, weil es bei den jungen Leuten sehr, sehr gut ankommt. Und gleich im Sauerland habe ich nochmal eine Mallorca-Party. Da werde ich halt dieses typische, klassische Mallorca-Programm spielen. Aber ich habe mittlerweile 3-4 Programme, weil ich Gott sei Dank in den letzten 21 Jahren immer fleißig war und demzufolge relativ viele Songs habe, die sich auch durchgesetzt haben. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen. Ja, la, 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 la. Oh, 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 für die Ewigkeit. Ja, eine Woche wach läuft natürlich super. Für die Ewigkeit ist auch immer noch sehr erfolgreich und es kommt auf jeden Fall demnächst viel, viel Neues von mir. Aber erstmal gehen wir im Dezember mit Band auf Tour durch Deutschland und durch Norddeutschland, also nicht ganz Deutschland. Aber wir sind in Köln, wir sind in Münster, in Gütersloh, in Bremen und in Osnabrück. Das ist ja auch eine schöne Ecke. Und irgendwann komme ich auch mal wieder nach Jülich. Und wir sehen dich natürlich im nächsten Jahr hier in Jülich wieder. Da freut sich ganz Jülich. Ich habe es gerade erfahren. Ich bin nächstes Jahr wieder in Jülich. Aber ich habe auch eigentlich damit gerechnet, weil es macht dir sonst Spaß. Ne? Wen sollen die hier sonst hinstellen? Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr? Ich bin dabei. Wir sehen uns. Viel Spaß, danke. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Willemann Hopf. Das Team um Tom Fiert, Veranstalter, konnte sehr zufrieden sein mit dem Oktoberfest Jülich 2019. Also ich muss sagen, ich bin selbst überwältigt. Denn ich hätte nicht gedacht, dass wir dieses Jahr wieder so einen magischen Sprung machen. Ich denke, dass wir nächstes Jahr das Zelt wieder vergrößern dürfen, weil wir jetzt an 2 Tagen Runde ausverkauft waren und es super voll war, super viel Spaß gemacht hat. Gerade der letzte Tag hat mich total überrascht. Wir haben eine Riesenstimmung. Ich hatte eben geschaut, um 7 Uhr war das Zelt brechend voll. Die Leute hatten einen Riesenspaß. Micky Krause hat das Zelt einmal von links nach rechts gedreht. Ehrlich gesagt, ich kann es mir persönlich nicht schöner vorstellen. Ein tolles Finale von 7 Tagen Oktoberfest, 5 Tage Dortmund, 2 Tage Jülich hinterher. Ich sag's immer, Dortmund ist so der große Bruder vom Jülicher Oktoberfest. Und ich glaube, das Jülicher Oktoberfest ist dabei richtig aufzuholen und daran anzuknüpfen. Ja, tatsächlich ist das so, dass das Oktoberfest hier in Jülich unheimlich beliebt ist. Das merke ich auch. Es ist mittlerweile als Veranstalter ganz, ganz schwierig, Veranstaltungen so voll zu bekommen. Auf der einen Seite sind die Leute sehr verwöhnt. Es gibt doch relativ viele Veranstaltungen. Aber es gibt halt wenig Veranstaltungen, die, glaube ich, mit so einer Qualität aufwarten. Also, Da möchte ich mein ganzes Team eigentlich loben, dass wir so eine schöne Veranstaltung hinbekommen. Ich denke, die Gäste, die hierher kommen, können sich wohlfühlen, die werden umsorgt. Wir versuchen uns unheimlich viel Mühe zu geben. Und
ja, ich glaube, das kriegen wir gedankt in dem Moment, dass die Leute, die hier waren, nächstes Jahr wieder Freunde mit einladen. Das ist tatsächlich auch das Geheimnis der ganzen Geschichte. Man kann Werbung machen, so viel wie man will. Wir haben auch ganz tolle Werbepartner, das ist gar keine Frage. Das funktioniert alles super. Aber eins muss man immer sagen, die beste Werbung ist immer die, wenn die Leute begeistert nach Hause gehen und nächstes Jahr wiederkommen und ihre ganzen Freunde mitbringen. Und das merken wir. Das merken wir an den Tischreservierungen. Wir haben jetzt schon Buchungen fürs kommende Jahr, obwohl wir die Reservierung erst seit gestern geöffnet haben. Wir merken, dass unsere Sponsoren ihre Budgets ausweiten, dass immer mehr Tische reserviert werden, auch in dem Sponsoren- oder Geschäftsbereich. Alles in allem sind wir super zufrieden. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an mein ganzes Team. Ja, tatsächlich. Also nächstes Jahr, ich bin dieses Jahr vom Programm total begeistert. Es war super. Mia, Julia, Micky Krause haben super Job gemacht. Da merkt man, das sind Profis, gerade Micky Krause, seit über 20 Jahren im Geschäft. Der Kerl weiß, was er tut. Der weiß auch, wie er die Leute packt. Und Mia, Julia, bin ich fasziniert von, wie sie das schafft, obwohl sie noch überschaubar lange im Geschäft eigentlich erst ist und dabei aber schon bei den ganz, ganz Großen mitspielt. Nächstes Jahr mit Brings ist eine ganz bewusste Entscheidung. Wir sind hier mit dem Einzugsgebiet Aachen-Eschweiler in einer absoluten Karnevalshochburg. Ich glaube, dass wir uns im Vergleich zu Köln ganz, ganz gut positionieren können und Brings hier super aufgehoben sein wird. Wir haben, soweit ich das weiß, mit dem großen Montagszug in Eschweiler einen der größten Karnevalszüge unter den Top 3 der Karnevalszüge generell. Und ich glaube, dass uns das Publikum hier in der Region das mit Brings ganz gut danken wird. Das haben wir letztes Jahr schon mit den Höhnern gemerkt. Und ich glaube, nächstes Jahr wage ich zu behaupten, dass gerade der Samstag in 0,0 ausverkauft sein wird. Und Peter Brings freut sich natürlich schon auf das große Oktoberfest im Jülich 2020. Hi, hier ist der Peter Brings und am 10. Oktober 2020 sind wir im Jülich bei euch auf dem Oktoberfest. Ich würde sagen, wir freuen uns drauf und ihr lasst die Kuh tief fliegen. Schöne Grüße, euer Peter. Das Oktoberfest in Jülich war sehr erfolgreich. Man hat gesehen, auch hier haben die Zuschauer Spaß. Ein identisches Programm wie zum Beispiel das Oktoberfest in Dortmund. Und es kommt auch bei den Besuchern hier im Rheinland sehr gut an. Das war unsere Berichterstattung hier vom Oktoberfest aus Jülich. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt und sagen bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Sport Live Team. Tschüss, bis zum nächsten Mal.